Hallo Leute und willkommen zurück zu Arkshot. Am Anfang sind wir jetzt durch Asyl gelaufen. Ich weiß nicht mal, was wir jetzt waren. Jetzt sind wir Lord dran. Das ist Lordig dran. Ja. ja, auf jeden Fall. Wir sind hier gelandet und guckt uns einer böse an. Vielleicht bin ich einfach nur der Meinung, dass er uns böse anguckt. Wir sind Jäger und haben Hamsterbacken. Das sieht echt doof aus. Na gut. Machen wir das Beste daraus. Wir gehen weiter. Hallo Typ. Hast du was zu sagen? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, deswegen bin ich hier. Ja gut. Mir kann es eigentlich egal sein. Ja, wollen wir ein paar Glocken läutern? Das kann ich doch sehr gut. Sag mal, was? Menschlichkeit. War hier nicht auch mal irgendein Typ oder so? Ich bin der Meinung, dass hier auch irgendwo einer war. Wo ist dies? Ah, ich bin intelligent. Eigentlich nicht, ich habe bloß alles schon mal gesehen. I believe we are acquainted. I am Petrus of Thurland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Ne, ich will nichts von dir. So, unsere erste Haltestelle ist diese komische Untotenburg. Sofern ich den Weg mal überhaupt richtig laufe. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang gehe überhaupt. Aber da liegt was. Gut. Die Seelen sind gut, weil dann kann man die aufplatzen und man kriegt Seelen. Aber Seelen sind Seelen. Ihr wisst Bescheid. Das könnte hochkompliziert klingen, aber es ist mathematisch ganz klar. Ich meine, du kriegst aus einer Seele mehrere Seelen. Es ist so, als ob du sagen würdest, aus 8 kann man 6 und 2 auseinandernehmen. Weil das ergibt auch 8. Okay, da vorne ist mein Ziel. Und du bist? Los, fall mal in den Brunnen rein. Ey, fall in den Brunnen rein. Okay. Na dann gucken wir mal. Hallo. Eigentlich würde ich das machen, aber okay. Alter, Feuer, 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 Feuer. Aber du, dich schnappe ich mir zuerst. Da ist ja noch einer. Oh, oh, okay. Ich glaube, ich habe jetzt was durchaus falsch gemacht. Ich habe scheiße begonnen. Okay, 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 okay. Und... ja. So. Ich liebe Herausforderungen. Ich liebe sie so sehr, dass ich gleich am Anfang sterbe. Oh Mann! Nein! Das fängt doch geil an. Gut, da sind sie. Ja, oh. Ich habe gerade überlegt, welcher Knopf war nochmal blocken und instinktiv. Warte mal, wie war das? Kann ich den nicht... Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Yeah. Könnt ihr mir glauben, dass ich schon wieder vergessen habe, wie der Tritt ging? Nee. So? Nein. So? Nein. Das war Parry. Die können wir auch mal wieder einsacken. Ah, wie war Tritt? Entschuldigung. Hast du mal auf? Hey, das hat jetzt nicht geklappt. Ach, egal.
Ach, hört doch mal auf mit der Scheiße hier. Ich will nur die Seele hier. Nee, das war sogar wirklich eine Seele. Das habe ich nämlich nicht gewusst. So. Wie war treten? Wie war Tritt? Fuck, wie war ein Tritt? Au. Alter, will er mich verarschen? Boing. Ich könnte auch mal auf zwei Hand gehen. Und dann BÄM! Er überlebt! BÄM! Shit! Okay. Und die nächste Flask. Ich glaube, hier war auch was, gell? Nein. Okay. Ja, ich weiß nicht alles zu 100%, aber ich weiß, dass hier drin... Ah, da ist was. Hallo! Leiche Plünder! Ja, die Ratten. Ich hatte das Gefühl, die würde mir gar nichts antun. Egal. So, weiter geht's. Hier ging's auch irgendwo lang, aber ich glaube, dafür brauchte ich... Achso, lässt sich die von dieser Seite öffnen. Ah, okay. Ich verstehe. So, ja. Na dann, hier Borg. Borg voller Untoten. Hallo, Untote. Stadt der Untoten. Für mich ist das eine Borg. Alter, jetzt hat er den Tritt gemacht. Willst du mich verarschen? Warte mal, wie ich jetzt... wenn ich in eine Richtung... Okay, und wenn ich so mache, greift er nur an. Aber wenn ich, okay... Ich hab Tritt gelernt. Die kann man auch kaputt machen. Yay. Nein, du kannst nicht an. Aber den kauft euch die Wand. Yeah. Das macht Spaß. Es kann ja was Nützliches drin sein. Looten und leveln. Ich will jetzt aber nicht... Warte mal, was war das? Physisch und wiegt weniger. Okay. Scheiße, sieht das kacke aus. Egal. Also, durch Nebelschein. Alles klar. Ich dachte, das ist jetzt ein Invade oder so. Hauptsache, man sieht die Haare noch. Okay. Ich weiß nicht, so großartig mag ich Schaden, kriege ich ja am Anfang bestimmt nicht so ab, oder? Ich meine, das sind die Grundsachen. Da kann ich doch mal mit einem nackten Arsch irgendwie rumrennen, oder? Das ist aber nicht verboten. Oder? Nein? Ah, das ist der Drache. Hallo, Drache. Drache sagt hallo. Okay, ich sehe dich. Kommt ihr mal? Autsch. Sollst du nicht treten? Ha! Au! Schön, wie erstmal einfach nur durchhacken eine gute Taktik anscheinend ist. Kann ich das öffnen? Yep. Hallo, Bogenmann! Ich will dich besuchen, komm! Okay, da muss ich aber anscheinend hier die Treppe, die Leiter, Treppe hoch. Ich bin hier, Alter. So, jetzt machen wir einfach mal hier. Irgendwie könnte man visieren. Wie? Ah! Hab's gefunden. Okay. Bam!
Der nimmt einfach einen Flakon! Verdammt! Ich bin Meisterjäger, ja? Alles in Ordnung. Ich bin Meisterjäger. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin Meisterjäger. Ich treffe. Ja, ich bin Meisterjäger, hab ich gehört. Zack. Zerschellt wer das ab, oder? Okay. Schild und Schwert. Der hat auch dieses blöde Schild und ich müsste. Jetzt hat er nicht getreten. Okay. Jetzt hat er auch wieder nicht getreten. Ich verstehe es nicht. Ich will einfach mal kurz darüber mal Hallo sagen. Ich möchte Hallo sagen. Ach, egal. Alter, er macht schon wieder nicht. Jetzt! Ha! 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 Okay. Ja, ich glaube, hier war jemand. Darf ich mal kurz durch? Ja, okay. Bitte sag mir, dass ich richtig liege. Ja, da ist er. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Ich mag ihn. So, was hast du? Du hattest doch, hattest du nicht irgendwie sowas wie ein Katana oder so? Oder muss ich dich dafür töten? Okay. Anzeige umschalten. Ich möchte gerne vergleichen. Weißt du, bringen mir die Zeit irgendwie einen Scheißtrick? Du hast doch einen Katana gehabt, oder? Okay, Rüstung hat er nicht so viel. Oh, Anwesenschlüssel öffnet Anwesen der Stadt der Untoten. Bodenlose Kiste. Verwaltung am Leuchtfeuer. Okay, Reparaturkit. Keine Ahnung. What a waste of time. Go and fall off a cliff. Ich bring den gleich um. Ich wollte nur mal nachgucken. Verdammt! Okay. 78 hat es. Okay, du? 78. 80. Irgendwo steht doch auch die benötigte Stärke und Beweglichkeit. Oder täusche ich mich da jetzt irgendwie? Hier, die Keule skaliert mit Stärke zum Beispiel. Der Speer. Ein Speer wäre natürlich auch cool. Ah, der macht Stoßangriff. Stoßangriff ist ähn. Ah, hier. Nützlich der Attribute. 11 Stärke, 10 Bewe. Habe ich. Cool. Also eine Axt wäre eigentlich auch nicht schlecht. Oder Krummsäbel. B. Ich meine, ich kann jetzt clever von mir herreden. Aber am Ende, naja. Aber das sieht eigentlich schon interessant aus. Das will ich mir mal mitnehmen. Da gehe ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr auf Beweglichkeit. Und ja. Das Blöde ist, ich kann nichts. Habe ich Hände? Ach, gib mir die Hände. Wenn nicht, töte ich dich einfach. Thank you. Alles mit Brutalität. Regeln. So. Genau. Das wiegt sogar weniger. Sehr schön. Ich habe Hände. Ich habe sogar Leder. Ah, nee, das ist ein Stuhlpin. Die sind schlechter. Toll. Ich hätte mir den Kopf holen müssen. Kann ich auch verkaufen? Oh, thank you. Very much. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Das überlege ich mir noch. So.
So, jetzt bin ich cool. Ich bin sowas von cool. Okay, Hallo? Oh, ich bin ja noch im Menü. Schön, dass man im Menü schon rumlaufen kann. Oh. Elegant. Elegante Moves, mein Junge. Das hätte von mir kommen können. Sehr schön. Ah, liegt da was? Ist das gerade richtig? Lumpen die an hat, das sieht lustig aus. Holzschild, cool. Also, es gibt nur Plus, dann nutze ich es ja. Wie schaut es überhaupt mit Belastung aus? Sehr gut, alles klar. Okay, was haben wir hier? Bonfire, ich wusste es. Ich habe nichts für ein Level-Up. Okay, macht nichts. Trust me, I'm Engineer. Rasten. Verlassen. So, na dann. Weiter geht's. Okay. Ich glaube, das ist ein Shortcut für später. So, zuerst mal mache ich dich platt. Was? Was hat er gemacht? Was? Na, warte du. Oh ja! Hua! Oh! Yokono! Oh ja! Ayayi! Ich bin Assassin! Ich glaube, ich habe irgendwie gerade mehr Spaß, als ich eigentlich haben sollte. So. Der weicht von selbst aus. Yeah. Wie habe ich das gemacht? Streitaxt. Naja, falls wir Streit haben, ne? Okay. Getroffen hat er mich trotzdem einmal. Läuft. Okay. Kiste. Hallo. Was haben wir denn da drinne? Feuerbomben. Oh Junge, die wollte ich schon immer haben. Genau, ich habe da nie wirklich jemanden gesehen, der die großartig stark benutzt. Oder vielleicht eine Bürste zum Anfang. Das war's auch schon. Hi, ihr da. Wer ist der Nächste? Au. Okay, vielleicht hätte ich dafür doch vielleicht mal die Feuerbomben einsetzen können. Oder auch nicht. So. Ich weiß, dass da jemand ist. Und da war er. Ich benutze... Fällt mir auch gerade auf, überhaupt nicht großartig das Fixieren. Ich glaube nicht, dass das so clever ist. Und durch die Generalschüsse kann ich das ja aufmachen. Haha. Das meinte ich mit, das ist hier nichts blind oder sowas. Das ist, ich kenne das Spiel eigentlich. Ich habe es bloß nicht selber gespielt. Ich wollte einfach nicht. Goldharz. Das kann ich für den Taurus-Team verwenden. Seht ihr das? Ich weiß das, solche Sachen. Aber na gut. Wir ziehen das hier durch. Wir ziehen das hier durch. Hallo. Ich, au. Oh, verdammt. So. Okay. Ich sehe ein. Du willst nicht spielen, hä? So. Der nächste, bitte. Habe ich beide getriggert? Natürlich habe ich beide getriggert. Alter, ich finde es lustig. Das Schwert, das räumt mich von selbst aus weg nach einem gewissen Combo-Move. So, ich möchte den gern... Ich möchte ihn gern backstabben. Danke.
Einfach nur, weil ich es kann. So, ich müsste eigentlich gar nicht mal weit weg sein von dem Bosskampf. Da muss ich, glaube ich, erst später hin. Nee, ich glaube, da muss ich erst später hin. Wenn ich hätte... Fuck. Heya! Kolpatscha! Läuft! Okay, was haben wir hier? Geht hier nicht auf dem Weg nach unten oder so? Verwechsel ich das wieder gerade? Generalschlüssel. Oh Junge. Ja, ich weiß, was da unten ist. Mann, ich nehme euch die ganzen Spaß weg, was? Ja, das tue ich. Gut. Wieso ist da Nebel? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Oh, deswegen. Wir sind ja schon da. Fuck. Okay, warte, du müsst gleich kommen, Müsst ihr nicht... Wo bleibt der denn? Da! Ha! Tschüss! Not with me. Ja, und das selbst, das kenne ich. Aber Mann, ich bin so ein fucking Langweiler. Der kann ja hier auch hochspringen, ne? Ich versuche die jetzt irgendwie schnell auszulocken, die zwei. Oh, ist das euer scheiß Ernst, ihr Idioten. Ach, da redet man die ganze Zeit schlau und dann verreckt man wegen so einer Scheiße. Das ist ja krass. Fuck. Oh Gott. Es läuft. Ich dachte, ich komme mal schnell durch, aber naja, war wohl nicht der Fall. Ich wollte mich eigentlich gar nicht heilen. Oh, was ist denn jetzt nur gerade nur los? Das Lustige ist, ich bin nicht mal beim Bosskampf. Und verreck hier andauernd. Das gibt's nicht! Ich frag mich, wie ich jetzt den ausgelöst habe, dass der zu mir kam. Oh Gott. Läuft. Wow, ich hätte einfach nur reinrennen müssen. Ja. Irgendwann schaffe ich's. Ich frage mich gerade, wo das Problem ist. Warum ich einfach nicht vorwärts komme. Okay. Da sind wir wieder. Mit nur zwei Flakons. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe mir mal die andere Rüstung angelegt. Die ist zwar schwerer, aber... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich werde irgendwann mal das mal anschauen. So, Taurus-Dämon. Muss ich den echt wieder triggern? Moment, sind die da oben wieder da? Ja, sind sie. Die mach ich jetzt zuerst. Jetzt habe ich die Schnauze voll von den Viechern. So. Entschuldigen Sie, haben Sie Schi-Wap-Schi-Chi?
Nein, okay. Dann nicht. Okay, Taurus, so. Ich weiß, ich spiele unter scheiß Bedingungen diesmal. Mit nur zwei Flakons schon angehittet wie scheiße. Ich kenne ja deine große Schwachstelle, sie nennt sich oben. Ich muss sie nur zu meinen Gunsten ausnutzen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Gut. Okay. Nein, das war kein Sprungangriff. Mensch, das hat schon gelohnt. Oh, bin schon wieder fast tot. Und ich sehe nichts. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Das gibt's doch nicht. Wie hätten die mich jetzt noch erwischt? Also so ungefähr wie jetzt. Okay. Also wie gesagt, der Angriff hat sich überhaupt nicht gelohnt. Mist. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber wir sind wieder hier. Und dann gehen wir hier durch. Und nehmen wir erstmal die Seelen. Gehen zu den Typen da hoch. Und die erwarten mich natürlich schon ganz fröhlich. Die sagen, hey, ey, du bist doch der Ikosa. Du stirbst andauernd. Ja, das bin ich. Das haben sie dann gut erkannt, meine Fans. Ja, irgendwie muss man doch auch runtersliden können oder so. Ich weiß nicht. Egal. Ja, da ist er wieder. Wir versuchen wieder einen Sprungangriff. Ich hoffe, diesmal wird es was. Ich glaube, nach dem kommt sogar bald ein Bonfire oder so. Oder so. Okay, und Angriff! Yeah! Ah, wie gefällt dir das? Ah. Okay. Er hat schon mal gut Schaden bekommen. Immer schön unter dem Schritt mogeln. Das macht ihn aggressiv. Okay, Fokus, Ausdauer, Ausdauer. Hopp. Ich mal überhaupt nichts sehe. Nehm's mir nicht übel, Tauri, aber ich will mal gern einen Flakon nehmen. Am besten jetzt. Sehr gut. Danke. Was, wenn ich eigentlich schon... Nein. Das ist ein schwerer Angriff. Ha! Okay, dann macht er auch wieder denselben Move wie mit Schild. Alles klar. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Was? Kollisionsabfrage ist aber auch komisch. Na gut. Ich hab's nicht geschafft. Und wieder hin. Ja, da sind wir wieder. Mal gucken, wie oft ich noch verrecke. Es sah ja eigentlich schon schlecht aus. Vielleicht sollte ich die Taktik dann doch mal so umändern, dass ich andauernd immer hochkletter und angreife. Das gibt's ja auch noch. Ich hoffe, ich habe noch nicht getriggert, weil ich muss die Typen da umhauen. Die werden mir sonst nur das Leben zur Hölle machen. Was sie jetzt auch schon machen, aber okay, ist okay, ist okay. Oh, er hat sogar was ferngelassen. Oh, das, was ich schon anhab. Cool. So, jetzt wollen wir uns fix meine Seelen.
Lauf schneller, ja. Das ging nicht durch. Wow. Hab ich echt noch Fuß erwischt? Okay. Zack, 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 zack. Oh, Gott. Vielleicht kann ich ihn auf ehrliche Art und Weise töten. Vielleicht klappt das ja. Auch wenn es ziemlich gemein ist, dass ich eigentlich immer darauf warten muss, bis der mal endlich einen Angriff gemacht hat. Nur damit ich am Ende verkacke. Hab ich echt trotzdem erwischt? Ich nehme mal kurz. Hast du nichts dagegen? Nee, hast nicht. Nur weil ich ein Ehrenmann sein wollte und auf ehrliche Art und Weise gewinnen wollte. Ich muss diesen Taurus-Dämon schnell besiegen. Ich kann sonst nicht weiterleben. Und nun der nächste Versuch. Taurus-Dämon des Todes. Erweise mir die Ehre, dich irgendwann mal zu besiegen. Das würde mich sehr freuen. Das macht mich glücklich. Yeah. So, erstmal muss ich irgendwie die wieder über... Ich frag mich, ob das irgendwie wirklich gewollt ist, dass die mich ausrechnet immer so töten. Ich finde das nämlich sehr lästig. Jetzt habe ich schon wieder nur die Hälfte meiner HP. Menno. Rabena. So. Schluck. Oder Mann. Okay. Taurus-Dämon. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Ach, ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht, wie meine Taktik ist. Ich will töten. Das ist die Taktik. Ich versuche jetzt einfach nochmal von oben den Scheiß. Vielleicht soll ich dich in dem Visier nehmen? Ja, das scheint zu funktionieren. Ich. Warte mal, dieses Goldharz hätte ich vielleicht auch mal mir holen, also anlegen können. Ich weiß nicht. Ich versuch's jetzt einfach mal so. Ah Mann, immer wenn ich eigentlich... Hä? Trotzdem erwischt er mich. Okay. Das hat er jetzt nicht gerollt. Ich hab doch gerade gedrückt. Komm. Oh, okay. Er ist besiegt. Ich meine, ich bin so überglücklich. Oh, Junge, war das anstrengend. Naja, gut, was heißt anstrengend? Der Weg ist sehr anstrengend. Menschlichkeit haben wir Knochen. Ich will aber weiter gucken. Ich hoffe, es kommt bald. Ich glaube, es müsste eigentlich mal demnächst Bonfire wieder kommen. 3010. Wir gucken einfach mal. Ich meine, an sich, ich wüsste. Oder nee, das machen wir für den nächsten Part. Wir nehmen diesen Heimatknochen. Der bringt uns nämlich zum nächsten Leuchtfeuer. Use it! Ja! Dann brauchen wir noch ein paar Level-Ups. Leuchtfeuer. Aufsteigen. Ach nee, ich hätte eigentlich mal gern nochmal nachgeguckt wegen meiner Waffe, wonach die skaliert. Irgendwo konnte ich das so nachgucken, Alter. Anzeige umschalten, da. Genau, sehr viel auf Beweglichkeit. Naja, was heißt sehr viel? Es ist halt auf B wie Bayern. Versteht er? Also würde ich sagen, diesmal investieren wir voll in Beweglichkeit. Yeah.
Obwohl, warte mal. So. Volle Beweglichkeit. Haben wir jetzt einen Beweglichkeitswert von 20? Das ist doch geil. Mensch. Okay. Und damit haben wir es für heute erstmal abgeschlossen, würde ich sagen. Und was noch schlimmer sein könnte als ein Taurus-Dämon, das können wir vielleicht in der nächsten Folge schon von Dark Souls sehen. Yeah! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat, mich hier sterben zu sehen. Ich meine, es hat sogar mir gefallen. Aber egal. Bis zur nächsten Folge.